Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu unserer Verlosung von unserem Gewinnspiel heute. Janine ist unsere Glücksfee. Sie wird die Gewinner erlosen. Auslosen. Naja, das Losziehen. Genau. Wir fangen auch, zuerst noch, jeder kann nur ein Buch gewinnen. Also wenn wir euch noch ein zweites Mal ziehen, ist das Los ungültig und ihr gewinnt halt nur das von dem ersten Los. Ist das so verständlich? Weil sonst wär's ja irgendwie unfair. Wir fangen an mit Candyland. Ich habe das in so Umschläge getan. Packen wir die ganzen Lose mal hier rein. So. Da sind sie jetzt drin. Die Janine schüttelt jetzt ein bisschen. Ich zeige euch mal das gute Stück, dieses Buch. Könnt ihr jetzt gewinnen? So. Dann die magische Glücksfeehand. Wer wird gewinnen? Möchtest du vorlesen? Die Spannung steigt. Und es hat gewonnen Marlin L. aus Bremen. Herzlichen Glückwunsch, du hast dieses schöne Buch gewonnen. Glückwunsch. Ich hoffe, du freust dich. So, der erste wäre schon mal. Dann verlosen wir den Augensammler von Sebastian Fitzek. Das ist irgendwie noch ein bisschen falsch. Und Schüsseldeckel haben wir hier. Ich habe auch die wieder in so einem Umschlag gehabt. So. Walten Sie Ihres Amtes. Tada. Jetzt lese ich mal vor. Gewonnen hat Martina S. aus Duggendorf. Herzlichen Glückwunsch! Achso, hier. Das müssen wir nachher alles suchen. So, und als nächstes kommt das Buch Ultra Fuckers aus dem Fester Verlag. Irgendwie bin ich heute ein bisschen orientierungslos bei der Kamera. Wieder im Umschlag, das ist mal in Orange. Immer passend zum Buch. Genau, immer schön. Das stimmt, die Seiten von dem Buch sind nämlich auch orange, seht ihr? Das habe ich irgendwie unabsichtlich gemacht. So. Und Janine darf wieder ziehen. Tada! Diesmal schnell entschieden. Und passt der Gewinner von Ultra Fuckers ist Marlin L. aus Bremen. Tut mir leid, du hast ja schon Candyland. Du hast eine Glücksträhne. Du hast Candyland schon gewonnen. Also darf Janine noch einmal. Noch ein Los. Tut mir leid, das müssen wir leider der Fairness halber so machen. Ultra Fuckers geht an Yvonne DB aus Göttingen. Herzlichen Glückwunsch. Du hältst so tief. So, bitteschön. So. Kannst du die Lose schon wieder eingepackt? Und nun eine Besonderheit, und zwar ein signiertes Männertaxi von Andrea Kosnan. Sie hat noch Lesezeichen, eine Autogrammkarte damit beigepackt und natürlich die persönliche Signierung für euch. Das ist was ganz Besonderes. Okay, wir schütteln wieder. Schütteln. Weihnachten. Ja. Da sind aber viele Lose drin. Ja, die waren sehr beliebt, die signierten Bücher. So. Und Andrea Kosmann Männertaxi geht an Ines H. aus Mühlhausen. Geht aus, geht an. Ich hab rausgelassen. Das bekommst du. Herzlichen Glückwunsch. So, eins haben wir noch. Ja. Vater, Mutter, Tod von Siegfried Langer. Ihr bekommt, das hier ist meine Ausgabe, ihr bekommt hiervon eine persönlich signierte Ausgabe. Also nicht diese, sondern persönlich signiert und auch neu. Ja, da sind ja viele Lose. Ja, das sind die meisten. Schütte, schütte. So, jetzt wird es spannend. Jetzt wer kriegt Buch? Seine persönliche Ausgabe von Vater, Mutter, Tod? Ich habe das ja auch gerne signiert. Derjenige kann sich immer freuen. Bianca R. aus Biebertal. Und grüß uns die Biber schön. Herzlichen Glückwunsch. So,
So, das, ja, sind war's wir durch. Leider schon. Kurz und schmerzlos. Ich hoffe, ihr freut euch über eure Gewinne. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja ein Foto schicken, dass es angekommen ist in eurem Bücherregal, wie auch immer, in eurer Leseecke oder wo immer ihr wollt. Oder sagt einfach mal kurz hier unterm Gewinnspiel dann, dass ihr kurz sagt, hey, ist es angekommen? Dann wissen wir wenigstens Bescheid. Genau, dass die Schätzchen alle gut bei euch angekommen sind. Genau. Also viel Spaß beim Lesen. Und das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt irgendwann. Da mache ich dann auch mit. Genau. Nee, also, tschüss. Immer schön gucken. Tschüss. Und wenn wir das gerade ganz vergessen haben, wir möchten uns ganz, ganz, ganz herzlich bei Siegfried Langer, Andrea Kussmann, dem Drömer Knauer Verlag und Frank Fester vom Fester Verlag danken dafür, dass sie uns die Exemplare zum Verlosen bereitgestellt haben und für die ganz, ganz liebe Unterstützung. Danke, 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 danke. Danke, danke. Das war's auch schon. Tschüss.